Wein, war traurig. Und es gehört zur Geduld. Wer nimmt das Leben in erster Linie? Das ist Vorherbestimmung von Allah subhanahu wa ta'ala. Hilfst du damit jemandem, indem du dich schlägst und schreist und weinst? Ist voll. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wie gesagt, dass man nicht so diese rumkreischen soll beim Weinen. Das ist eine Art von Kuffer. Dieses Rumkreischen und so, bei wenn jemand gestorben ist. Dann schauen wir uns die nächste Sache an. Einmal hat mir jemand erzählt, jemand wollte nach Mekka fahren. Wir machen das jetzt zu Ende. Jemand wollte nach Mekka fahren und da hat er gesagt, nee, bevor du nach Mekka fährst, musst du erst zum Grab von Abdul Qadir Jilani gehen. Dann fragen wir, ist der Prophet, bevor er Hajj gemacht hat, erst zum Grab von Abdul Qadir Jilani gegangen? Sind die Sahaba erst zum Grab von Abdul Qadir Jilani gekommen? Nein. Das heißt, du kommst mit einer neuen Sache, Achi. Einmal habe ich das Beispiel in einem Vortrag gebracht, dann meinte nachher, warum beleidigst du Abdul Qadir Jilani? Habe ich was gegen Abdul Qadir Jilani gesagt? Nein. Aber das ist, weil die Leute leider einen Filter haben. Ja, die verstehen nur das, was sie verstehen wollen. Ich überhaupt nicht. Rahimullah, möge dich Allah immer bam, ist ein Gelehrter des Islam gewesen. Yukhti wa yusib. Liegt richtig und macht Fehler. Aber ist ein großer Gelehrter des Islam. Aber wenn ein großer Gelehrter des Islam, das heißt nicht, dass ich zum Grab von ihm gehe und Tawaf drum mache oder in ihm um etwas bete, wo Allah subhanahu wa ta'ala im Koran zu mir sagt, Kala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bittet mich, ich werde euch geben. Wer kann dir geben? Du willst ein Kind haben, du willst eine Frau kennen, du willst eine Frau heiraten, du willst ins Paradies kommen. Wer kann dir das gewähren? Allah oder Abdul Qadir Jilani? Okay. Allah, ja? Warum bittest du nicht Allah? Du willst ins Paradies kommen, du willst eine Frau heiraten. Du willst irgendetwas erreichen im Leben. Wer kann dich hören, egal wo du bist auf der Welt? Abdul Qadir Jilani, der tot ist, oder Allah? Allah, oder? Deswegen, warum rufst du ihn an? Oder warum rufst du den Propheten Muhammad s.a.w. an? Wo der Prophet Muhammad s.a.w. befohlen wird von Allah, wo ihm befohlen wird von Allah zu sagen, Inni la'amliku lakum darra wa la rashada. Ich kann für euch nichts Gutes und nichts Schlechtes bewirken. Das sagt Allah im Koran, was der Prophet s.a.w. zu den Menschen spricht. Das sind nicht meine Worte. Aber Bruder, glaub mir, manche Leute, die haben so einen Filter, egal. Und das ist traurig. Möge Allah die Leute recht leiten. Egal, möge Allah sie recht leiten, Achi. Egal, mit welchem Beweis du von Koran und Sunna kommst, Achi, das kommt nicht an. Rana ala kulubi mekanu yaksibun. Guck, gibt es etwas Deutliches als dies? Gibt es etwas Deutliches, dass aus einem Allah den Menschen ehrt, Allah sofort anzubeten? Und du sagst, nee, ich mach das trotzdem, bei mir im Land, können doch nicht alle verkehrt sein. Und dieser Scheich, der ist sehr gut und der macht viele gute Werke. Subhanallah, guck, wir haben alle Sachen, alle Punkte, Beweise, die du für deinen Punkt bringst, haben wir widerlegt. Viele gute Werke, haben wir gesagt, die Mönche damals, Omar al-Khattab hat geweint. Viele Leute sind, so viele Leute machen das, haben wir gesagt, guck, Allah hat im Koran viele Leute noch übrig. Die Christen sind mehr als die Muslime, subhanallah, guck mal. Aber egal, womit du kommst, Achi, er wird aus Sturheit sagen, diesen Menschen glaube ich nicht. Dann, nächster Punkt. Ich habe einen getroffen, jetzt in Hajj, Ägypter. Er sagt, bei uns gibt es ein Grab, zu dem Grab geht man hin, legt die Hand auf, sagt Bismillah, und egal welche Krankheit du hast, du bist geheilt. MashaAllah. Warum? SubhanAllah. Also das Grab des Propheten, ich mache es erst zu Ende. Das Grab des Propheten, ja, das war zur Zeit der Sahaba immer da. Und der Prophet ist der beste Mensch. Ist ein Sahaba jemals zum Grab vom Propheten gegangen, hat die Hand drauf gehalten, sagt Bismillah und war geheilt? Super, aber dieses Grab in Ägypten oder was, wo vielleicht ein Hund begraben wurde. Weil echt, einmal, wo hat einer seinen Hund begraben? In Algerien, ja. Habe ich gehört, ja, in Algerien. Und dann kam er Jahre später wieder und da war ein Mausoleum über das Grab gebaut. Haben die gesagt, da ist bestimmt irgendein Heiliger begraben worden und waren dann den Heiligen anbieten. Kannst du dir vorstellen? Achi, legst deine Hand drauf, bist du geheilt. Und außerdem, meinst du, die westliche Welt, wenn sie dieses Wunderheilmittel hätten, die hätten sich noch nicht dieses Land, diesen Acker gekauft,
und hätten den, würden den da vermieten, wer da rein will, der muss so und so viel Geld geben. Das ist total schwach. Sagst du einmal bis Miller, bist du geheilt. Dann kommen wir zur nächsten Sache. Es gibt einige Leute, wir haben gesagt, wir müssen Islam so verstehen wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, ja? Und so machen wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam und die Sahaba. Die stützen zum Beispiel im Kreis und machen Dhikr. Gibt es Dhikr im Islam? Klar, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt das. Hat uns beigebracht, La ilaha illallah Muhammad Rasul, La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu mulk wa lahu alhamd wa lahu alhamd. Viele Dinge. Hat alles, der Prophet hat uns so viel beigebracht, wenn wir uns nur daran halten, was er gezeigt hat. Dann, wir haben, können bis Yom al-Qiyamah, wird uns nicht langweilig. Also sitzt im Kreis und sagt er, hu, ha, hu, ha, hu, ha, hu, ha. Wir haben das jetzt gehört in Mekka, du willst dich gerade konzentrieren, in Arafah, du willst dich gerade konzentrieren, auf einmal im Nachbarzelt geht das aus. Weißt du, und du bist da am Dings, ja, hört sich ja so an. Ich mache mich halt nicht lustig darüber, ich mache mich nur vor, wie sich das an. So, fragen wir eine Sache. Hat der Prophet so Dhikr gemacht? Ich sage, das ist falsch, du sagst, das ist richtig, okay? Ich sage zu dir, hat der Prophet so Dhikr gemacht? Nein, hat er nicht. Okay, alles klar. Steht ihm im Koran, du sollst so Dhikr machen? Nein. Haben die Gefährten so Dhikr gemacht? Nein. Okay, hier. Wir haben gesagt, wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben, gehen zurück zum Koran, geh zurück zur Sunna. Das heißt, du liegst falsch. Was sagt er jetzt? Jetzt kommen zwei Argumente. Ja, aber mein Sheikh, das ist ein guter Mann und der hat so viel Wissen. Haben wir eben gesagt, Omar al-Khattab hat geweint wegen den Dings. Das ist dein Beweis? Ja, und bei mir, wir haben so viele Leute, die können doch nicht alle falsch liegen. Sagen wir, alles klar, guck mal, die Christen, wie viele sind? 2 Milliarden, Achi. Das ist das Argument. Dann kommt das nächste Argument, dann sagt er, ja, wir haben eine geheime Kette zum Prophet, sallallahu alaihi wasallam, und dadurch wird uns das beigebracht. Sagen wir, okay, Aisha radiallahu anha sagt, wenn jemand sagt, der Prophet hat jemandem geheimes Wissen gegeben, ist ein Lügner. Denn Allah sagt im Koran, Ya ayyuha Rasul, das ist Surah 5, Vers 67 oder Surah 4, Vers 67, Belligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al, fa ma balagta risalatahu. O Prophet, verkünde offen, was von deinem Gott, von deinem Herrn zu dir herabgesandt worden ist. Wenn du es nicht tust, dann hast du seine Botschaft nicht verkündet. Das heißt, Aisha hat gesagt, du bist ein Lügner. Das heißt, jedes Argument, was du bringst, ist verkehrt. Welche Argumente hast du noch? Ja, aber, geh auf Nummer sicher, denn der Prophet Sausam sagt, es wird in 73 Gruppen spalten, alle sind voll außer eine. Und die Gruppe, die das nicht, die in der Hölle ist, ist wer? Frag dich selber, war das die Ibadah von den Sahaba? War das die Ibadah, wie der Prophet das verstanden hat? Niemals. Nächster Punkt. Geburtstag des Propheten. Wir sagen, hat der Prophet seinen Geburtstag gefeiert? Ja, der ist an einem Montag geboren und hat montags gefastet. Aha. Fastest du montags? Nein. Hä? Was ist für ein Zusammenhang? Was hat Montagsfasten mit Geburtstag zu tun? Nix. Okay, hat der Prophet seinen Geburtstag gefeiert? Nein. Haben die Sahaba seinen Geburtstag gefeiert? Nein. Wann wurde der Geburtstag das erste Mal gefeiert? 400 Jahre nach dem Tod des Propheten, als sie sich das von den Juden, von den Christen abgeguckt haben, wie bei Weihnachten. So, ich frage dich, wer ist auf der Rechtleitung? Ja, aber wir lieben den Propheten. Wer liebt den Propheten am meisten? Derjenige, der ihm folgt. Okay. Ja, aber wir haben einen Sheikh bei uns, der macht das auch, der hat viel Wissen und der macht so viel Ibadah und ist ein guter Mann und der gibt sein Spiel. Kein Problem. Der Mönch, Omar al-Khattab, hat geweint, Alim, Aminatun, Nasib, Taslanan, Hamir, die waren trotzdem auf dem Irrweg. Wir sagen nicht, dein Sheikh ist Käfer, wenn er Geburtstag des Propheten feiert, aber wir sagen, die Sache ist nicht richtig. Okay. Ja, aber viele haben das gesagt, dass das richtig ist. Die Christen sind 2 Milliarden Menschen. Wir sagen, unser Maßstab ist Koran und Sunna. Wenn ihr in einer Sache Meinungsverschieden habt, geht zurück zum Buch, zum Koran,
geh zurück zur Sunna. Ich frage dich, wo steht im Koran, feier den Geburtstag des Propheten? Ja, wir machen das nur aus Liebe. Okay, nochmal, wer liebt den Propheten mehr, du oder die Gefährten? Die Gefährten haben gesagt, und mein Nacken für deinen Nacken. Wenn du den Propheten liebst, wenn du Allah liebst, kul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukum Allah, sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir, so wird euch Allah lieben, dann folge dem Propheten. Also, ich frage dich, folgst du dem Weg der Sahaba, die diese Sache nicht gemacht haben? Und dann frage ich dich, welcher Weg ist der sichere Weg? Welcher Weg ist der sichere Weg? Wenn du das feierst oder nicht. Aber glaub mir, Bruder, egal ob diese Punkte bringst, egal mit welchem Argument er kommt, keine Chance. Du bringst jede Sache, womit er kommt, Koran und Sunna. Er weiß nicht, was er darauf antworten will. Er wird es nicht akzeptieren nachher. Illa man rahimahullah, möge Allah diese Leute recht leiten. Weil er wird dann sagen, ja, machen doch alle, kann doch gar nicht verkehrt sein. Wie gesagt, Zeugen Jehovas gibt es auch viele. Subhanallah. Jetzt, ich habe nicht gesagt, dass die Leute Geburtstag des Propheten feiern mit dem Zeugen Jehovas vergleichbar sind. Wollte ich nur gesagt werden, damit das nicht gegen mich verwendet wird. Ja. Dann kommt man, ja, das ist eine gute Bidda, Bidda Hassana. Das ist eine gute Bidda, Bidda Hassana. Dann sagen wir, okay, was ist eine Bidda Hassana? Der Prophet Sassim sagt, kullu bidatin dalala wa kullu dalalatin fina. Jede Bidda ist eine Dalala und jede Bidda ist ein Feuer. Dann sagt er, ja, aber Umar al-Khattab hat gesagt, Bidda Hassana zum Tarawih-Gebet. Das heißt, der hat die Menschen gesammelt hinter einem Imam im Ramadan und hat gesagt, das ist eine gute Bidda. Okay, wir sagen erstmal, was heißt Bidda bei uns? Bidda heißt bei uns, dass du eine Tat machst, die keine Grundlage im Koran und Sunna hat. Das ist Bidda. Der Prophet Sallam hat in seiner Lebenszeit dreimal hintereinander Tarawih gebetet. Oder viermal. Auf jeden Fall ein paar Tage hintereinander hat er Tarawih gebetet. Das hat schon eine Grundlage. Und er hat es dann nur gelassen, damit Gott das nicht zur Pflicht macht. Das sagt er selber in einem Hadith, das ist in Bukhari. Das heißt, diese Sache, die Umar al-Khattab gemacht hat, war im Verständnis von der Religion sowieso keine Bidda, sondern in dem Verständnis von der Sprache eine Bidda. War sowieso keine Bidda. Also kannst du das nicht benutzen. Dann sagen wir etwas anderes. Kein Problem. Wir nehmen Imam Malik, der hat großes Wissen, oder? Er sagt, من ابتدى في الإسلام بدعة يرى حسنة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. Wer sagt, er hat eine gute Bidda, wer eine Bidda einführt und sieht diese Bidda als gut ein, der hat behauptet, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Botschaft verraten hat. Warum? Weil Allah sagt, اليوم أكملت لكم دينكم. Das ist, was Imam Malik sagt. Weil wenn du sagst, wir haben etwas Gutes, der Prophet hat es nicht gemacht, die Sahaba haben es nicht gemacht, dann fragen wir ihn, weißt du mehr als der Prophet und die Sahaba? Dann sagt er nein. Dann sagst du, ach, die Sahaba haben es gewusst. Sagt er ja. Gewusst haben sie es auch nicht. Ja, was denn? Entweder sie haben es nicht gewusst und du weißt mehr als sie, oder du weißt mehr, oder sie haben es gewusst und haben uns etwas nicht gezeigt, womit wir uns Allah nähern können. Das heißt, in beiden Dingen machst du ein großes Verbrechen gegenüber dem Propheten. Du sagst, er hat etwas nicht gewusst. Allah hat ihm die Botschaft nicht vollkommen offenbart. Oder du sagst, er hat etwas gewusst, hat es uns nicht gezeigt. Deswegen ist diese Bidda so gefährlich. Und viele Leute wundern sich, warum, weshalb, wieso. Und ich gebe euch Beispiele von den Sahabern. Und das, was Umar al-Khattab gesagt hat, oder das, was er Bidda Hassana genannt hat, im islamischen Sinne, sowieso von vornherein gar keine Bidda ist, dass man deswegen diesen Athar, diese Aussage von Umar al-Khattab überhaupt nicht als Beweis benutzen kann, dass es eine gute Bidda gibt. Und wenn der Prophet sagt alles, dann heißt das alles, solange es einen Beweis gibt, dass nicht alles gemeint ist. Das heißt, jede Bidda in der Religion ist eine Erneuerung. Jetzt kommen einige Spezialisten und sagen, ja, was mit der Waschmaschine, was mit dem Flugzeug, was mit dem Auto, was mit dem Mikrofon, was mit den Videokassetten. Bruder, das sind Wasail, Mittel und teilweise Dinge, die gar nichts mit dem Islam zu tun haben. Das sind einfach Mittel. Wir sagen auch nicht, es ist Bidda auf dem Esel zu reiten, weil der Prophet ist auf dem Kamel geritten.
Ja, und kein Mensch.